So, jetzt können wir loslegen. Wir wollen mal ganz kurz zeigen, alte Klammer gegen neue Klammer, nur dass ihr mal eine Vorstellung habt, was kommen wird. Wenn ich schon gerade beim Heinche bin, Schleifguru, dann machen wir das mal kurz miteinander. Und zwar spannt der Heinche jetzt hier ein Messer ganz normal ein, auf die Länge. Und er hat jetzt hier drei Messer liegen, die er nacheinander schleifen will. So, und da haben wir jetzt die Laserlinie ausgerichtet und da liegt jetzt das Messer dran und alles gut. So, jetzt nehmen wir das nächste Messer, Heinche. Einfach eins, das ähnlich breit ist, so, genau. So, genau. Und wie sieht's aus? Oh, das ist ein bisschen knapp, ein bisschen knapp. Also müssen wir noch ein bisschen raus hin mit dem Griff, dass es ein bisschen länger wird. Genau, wieder rein. Messer rein, ausrichten und festziehen. So, genau, brauchst du ja nicht anziehen, geht ja nur drum. Jetzt müssten wir wieder auf der Laserlinie sein. Jawohl, auch das passt. Einwandfrei. Gut. So, und jetzt kommt das dritte Messer. Nein, ja. Da muss ich halt so ordentlich rein, den ich mal sage. Ja, so passt das, so ist einwandfrei. Ziehen wir auf fest. So, genau. Und das sollte jetzt auch auf die Laserlinie passen. Jawohl, passt. So, und jetzt simulieren wir das einfach. Jetzt nehme ich mal hier den Messblock weg. Und jetzt gebe ich dir die neue Klammer. So, das wäre jetzt praktisch unser Grundmaß. Und jetzt nimmst du einfach die neue Klammer und stellst das nächste, klemmst irgendeins von den zwei Messer ein, genau. Guckst, dass du einigermaßen gerade ausrichtest. So, und jetzt brauchst du gar nicht viel machen, sondern, warte mal, ich zeige mal hier ein bisschen näher drauf. Du öffnest die Rändelschraube, gehst auf das Ding, gehst an die Laserlinie und ziehst hinten die Rändelschraube fest. Ja, circa, nur um zu zeigen. Zack, so, das war's. Das Messer hat der gleiche Winkel, jetzt nehmen wir das nächste Messer. Brauchen wir wieder nicht in einen Block, sondern wir gehen jetzt einfach her, machen vorne auf. Spanne das ein. Genau. Lege mal drauf. Aha, wo sind wir? Bisschen runter muss noch, also aufmachen, wieder zumachen. Das war's. So, das Ganze hat jetzt 30 Sekunden gedauert und das andere vorher hat 3 Minuten gedauert. Das ist schon mal ein Riesenvorteil von der neuen Klammer, du bist extrem schnell, weil sie einfach gut verstellbar ist. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt bauen wir mal die seitliche Schleifvorrichtung an das Gerät dran, oder? Super, machen wir. So, Heinche, jetzt warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz zeigen, was zu so einem Paket dazugehört. Das ist einmal diese spezielle Welleverlängerung. Die brauchen wir, weil diese Teile hier, die wären zu breit, um hier dazwischen zu gehen mit der normalen Welle. Deswegen ist so eine Spezialwelle bei jedem Paket dabei. Okay, also die muss erstmal drauf. Die kann ich jetzt mal draufschrauben. Gut, die brauchst du nicht so fest anknallen, die geht eh. So, jetzt soll man das ganze Ding erstmal kurz zusammenbauen. Das machen wir mal. Also jetzt kommt zuallererst dieser Träger. Einfach mit, ja genau, so rein. So, und kannst an der Schraube ein bisschen festmachen, genau. So, und jetzt kannst du diese Verlängerung, hier kommt überall eine rein. Ja. Du machst die Schraube auf, genau. Gehst hier mit der Führung rein.
und machst die Rändelschraube von unten durch. Genau. Ich muss ja auch das Rad draufkriegen, weißt du? Erstmal. Ja, du bau das Ding zusammen, dann ziehen wir es komplett runter, weißt du? Ja, ja, jetzt. Alles. Wir können es ja hier über die vertikale Frontbase, da ist ja dran montiert. Ja, ja, ja. Dann können wir es komplett abziehen, die Räder drauf machen und wieder draufschieben und anpassen an die Räder. Verstanden. Verstanden? Jawohl, logisch. Ja, so sehen die Leute, die das Ding kaufen, gleich mal, wie man das montiert. Das ist, finde ich, klasse Sache, dass du das mitmachst. Nachher wirst du noch ein YouTube-Star, Heintje. Wenn ich Apps nicht weiß, rufe ich im Hans an. Das stimmt nicht. Ich rufe öfter bei dir an, wie du bei mir, weil ich mehrfach nichts weiß. Und die Leute haben schließlich gesehen, wie du ausgestattet bist. Du hast ein Problem. Nein, du kannst kein Problem haben. Warte ganz kurz. So, wir haben es Fehler gefunden. Der Träger muss andersrum gemacht werden. Jetzt bauen wir ihn kurz um. Nämlich so, diese. So, dass man die Schrift lesen kann, Schleifjunkies. Genau, die Schleifjunkies-Schrift muss zu euch zeigen. Ja, das ist das erste Mal zusammengebaut. Das ist wie, wo ich das erste Mal geschliffen habe. Und dann haben sie mich gleich verrissen, weil der zweite Versuch nicht sauber geklappt hat. Dabei, hey, wenn ich keine Fehler mache. So, jetzt sieht es nämlich schon anders aus. Ich hätte keinen Fehler gemacht. Ich habe nur auf der Hans gehorcht. Das ist mir klar. Heintje, stopp. Du musst die Zapfen rausmachen. Die Schrauben müssen nach oben. Weil das muss hier ganz aufliegen, wegen der Höhe nachher an der Räder. Das wirst du sehen. Die muss er noch wegmachen. Ja, und nach oben machen. Das Ganze hier etwas durchdrehen, dass oben das Gewinde rauskommt. Ja. Und dann oben die Sicherungsmuttern drauf machen. Sodass du mit dieser Vorrichtung auf der vertikalen Frontbase flach aufliegst. Ja, das müsste aber mit deiner Zange gehen, sonst müssen wir halt einen Schlüssel holen. Hat er anzogen wie ein Ochs? Ja. Also Schlüssel holen. So, wir haben das jetzt ummontiert. Das heißt, dieses Schleifjunkies muss zu euch hinzeigen, weil hier ist ein bisschen Unterschied, wo die Nuten sitzen, ja? Weil ich hier ja den Platz brauche. So, jetzt kann ich hier montieren und da montieren. Jetzt müsste es eigentlich passen. Mach erstmal die andere Seite, dass auch passt. Sicher ist sicher. Ja, passt. Gut, das passt. Weil hier ist das Rad, weißt du? Und hier sieht man über. Ja, das passt schon. Hier sieht man überall, dass alles relativ beengt war. Guck mal, Heintje, hier ein bisschen aufmachen, ein bisschen rausfahren und schon hast Platz. Du kannst das nachher eh verschieben, dass praktisch der Winkel genau am Ende vom Rad sitzt, dass du immer schön reinkommst. Wirst dann sehen, wenn es montiert ist. Ich schnippel das dann später halt einfach zusammen zum Video. Ja, das. So, also wie gesagt, es sind vier solche Winkelaufnahmen dabei. Es ist die Quertraverse dabei, es sind die zwei Gewindestangen mit den Konterschrauben dabei. Und dann sind 15 Grad Winkel, 20 Grad Winkel und 25 Grad Winkel. Jeweils vier Stück, weil da kommen ja vier Stück drauf. Besonderheit, da wo 15 Grad draufsteht, die sind auf 17,5 Grad gefräst. Warum? Weil das Messer selbst ja auch eine Steigung hat. Und da gleichen wir so ein Standardmesser etwa aus. Wenn wir 17,5 Grad anlegen, ist das alles fertig. Jetzt machen noch die Winkel drauf, Heintje. Machst die 15 Grad, machen wir drauf, wenn wir Kochmesser schleifen wollen oder Metzgermesser. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn wir jetzt mit 17,5 Grad dran gehen, dann kommen wir vorne etwa bei 15 Grad raus. Du wirst nie einen exakten Winkel kriegen, weil ja die Messer immer unterschiedlich dick sind. Ne? Ist ja logisch. Wenn ein Messer 2,5 mm hin ist stark und das andere 3, habe ich halt einen anderen Winkel, ist ja klar. So, das kommt so drauf, genau. Mit der Schräge zu dir hin, das ist genau richtig. Und jetzt gucken wir, hier hinten ist eine Schraube, dass das Ding
richtig fest sitzt. Zack. Genau. So. Und das gleiche hier drüben. Ja, die haben wir extra in so Folie eingepackt, dass die nicht aneinander reiben können, weil die sehen schön aus. Ich weiß nicht, ob du das da hast. Ich habe bei mir zu Hause auf meine Winkel habe ich so Teflon-Gleitband draufgeklebt. Das hätte ich vielleicht vorher, an der Seite, hätte man das machen sollen. Das macht jetzt nichts, das kann ich nachher noch machen. Ja, nicht, dass du verkratschst halt, weißt du? Wobei, ja. Das ist ja. Werkzeug. Okay, alles klar. Ja, aber es ist auch zum Führen vom Messer ist es einfacher. Wenn du dieses Teflonband drauf hast, da gleitet das Messer richtig schön. So, jetzt kannst du das komplett rausziehen, weglegen und deine zwei Räder drauf machen. Einmal das CBN 80 und das CBN 160. Und an den Rädern sieht man auch, dass das 80er. An den Rädern sieht man auch, dass damit gearbeitet wurde. Guck mal, noch nie sauber gemacht, im ganzen Leben noch nicht. Und trotzdem schleifen die Teile. Das ist das, was die Leute oft nicht wissen. Das sind im Prinzip Schleifpartikel von den Messer, rostende Messer drin. Und die rosten halt einfach. Das hat aber mit der Schleifleistung des Rades gar nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. So, festmachen. Und die andere Seite, da brauchen wir eine Rändelschraube. Hast du? Bring gleich zwei mit, genau. Jawohl. So, dann kommt hier jetzt auf das 80er kommt noch eine Rändelschraube drauf. Ach, so machst du das. Okay, das geht natürlich auch. Ich mach's mit. Ich mach's. Ja, hast du keine Rändelschraube? Doch, drüber, irgendwo. Wer nicht, warte, nimm dir doch die zwei. Mal, ja, das habe ich doch. Das funktioniert ja auch. Gut, und jetzt wieder draufstecken, die Toolbar wieder reinstecken. Die vertikale Frontbase meine ich natürlich. So, muss hier ein bisschen rüber. So, dass das reingeht. Und jetzt schiebst du praktisch so weit rein, bis du hier vorne bündig bist, weißt, beim Rausziehen. So dürfte es ganz gut sein, würde ich sagen. Komme ich auch nicht weiter. Ja, dann geh noch ein bisschen zurück. Guck mal hier, du kannst hier noch zurück. Ah, okay. So, dass du hier, weißt, diese Schräge. Ja, hier bündig bist, wegen Griff. Genau, ganz genau, ganz genau. Jetzt machst du die erstmal fest, genau. So, und jetzt kannst du die Dinger hier einfach losmachen. So, und jetzt gehst halt einen Millimeter oder einen halben Millimeter weg. Man kann hier eine Leere dazwischen legen. Könntest du zum Beispiel machen, ja, ja. Genau. Das ist ja gut, wenn wir es jetzt mal so in etwa haben. Und was halt das Schöne ist, du kannst das wirklich alles ohne Werkzeug machen. Ne? Wenn das Ding einmal montiert ist, kannst du ohne Werkzeug alles verstellen. Weil je nachdem, wenn du jetzt die Räder wechseln würdest, weißt du, wenn du nur eine Maschine hast, und machst jetzt erst 80, 160 und nachher 400.000, dann sind die Räder ja ein bisschen unterschiedlich stark wegen der Körnung. Dann kannst du die einfach wieder neu einstellen. Genau. Läuft, da schleift nichts. Schleift nichts. So, und dann bauen wir das nächste zusammen. Komm. Jetzt müsstest du das eigentlich alleine können, ne? Erstmal die Welleverlängerung, jawohl. Handwarm reicht, Heinz, die zieht sich alleine fest. Das müsste jetzt eigentlich stimmen mit der Schrift zu dir, ne? Ja, stimmt, genau. Ja, sieht man hier, dass das hier passt. Die stehen hier, die stehen hier. Ja, du musst erst die montieren. Ja, ja. Mach ich gleich.
Ja, die kannst du auch gleich drauf machen und dann montieren, das ist egal. Ja. Übrigens, für Leute, die gerade zugucken, diese Erhöhungen, die müssen runtergemacht werden, wenn ich das Ganze auf einer T4 verwende. Allerdings muss ich noch dazu sagen, ob diese beidseitige auf der T4 funktioniert, weiß ich noch nicht. Die einseitige funktioniert, das weiß ich. Da müssen nur diese Klötze runter und dann kann der Winkel direkt hier drauf gestellt werden. Ob es beidseitig funktioniert, muss ich erst noch testen. Ich glaube eher nein. Aber da wir die Dinger herstellen, können wir natürlich auch sowas für die T4 fertigen. Ne? Da braucht ja nur der Grundträger anders sein. Und viele haben gefragt wegen dem Wasser. Ja, natürlich schleift man die in der Regel im Wasser dann. Das heißt, man macht die zwei Tormek-Tröge drunter, links und rechts. Und ich würde halt hergehen, würde mir hier Tupperschüssel mit Wasser machen und was weiß ich, einen Holzklotz drunter legen, sodass das Rad im Wasser läuft und gut ist. Also da brauchen wir jetzt keine besondere große Konstruktion machen. Ich mache das Rad gleich drauf, dann kann ich da auch wieder machen. Ja, kannst du natürlich machen. Das ist jetzt CBN 400, ne? Nein. Müsste 400 sein. Ja, 400. Ja, genau. Ja, also ihr seht schon, man könnte auch zwei Unterlegscheiben drunter legen, dickere, so Karosseriescheiben. Dann ging es auch mit dem normalen Lederradhalter. Aber ohne Unterlegscheiben geht es nicht. Deswegen liefere ich eigentlich immer eine Rändelschraube dazu und gut ist. Weil nicht jeder ist immer so gut ausgestattet wie du. Weil, Leute, egal was ich brauche, ich sage, Heinti, hast du das? Ja, klar. Heinti, hast du das? Ja, klar. Wart geschwind, ich hol's. Ich bin halt kein Schwabe. Ja, du weißt ja, wie ist dein Spruch, ne? Besser haben als brauchen? Ja. Übrigens, der Heinti verleiht auch Musikanlagen. Schaut mal, dahinter stehen die großen Bose-Lautsprecher. Das ist halt so Hans Dampf in allen Gassen. Rändelschraube fest, jawohl. Weil dann sitzt der Block auch fest, weißt du. Mir hat jetzt jemand gesagt, das wird hier vorne wackeln. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Wenn hier die Schraube fest ist, dann ist es fest, da wackelt gar nichts. Aber ja. Wir müssen natürlich hier in den Fräsungen haben wir ein Zehntel Spiel auf jeder Seite. Es muss ja ein Zehntelspiel drin sein, weil ich muss die Dinge ja verschieben können. Sonst, wie soll das sonst funktionieren, ne? So ist es. Wenn ich schmatzend mache, kann ich es nicht mehr verschieben. So. So. Jetzt schieben wir mal das Ding hinein. So, dass du vorne mit der Kante halt musst halt gucken, weißt? Ja, du musst nur hier vorne gucken, sonst interessiert so dich gar nichts. Genau. Das sieht genauso aus. Also, zu, fertig. So, jetzt noch die Bühne. Dass hier nicht viel Platz ist, ist klar. Ich meine, wenn jemand weiter rein wollte, müsste hier der Griff abflexen. Ne? Aber wozu? So, die Bügel noch anstelle. Gut, das läuft frei. So. Guck mal, da wackelt gar nichts. Das ist also. Das schleift ein bisschen. Irgendwo schleift es ein bisschen.
Das kommt von der Spieladapter drauf. Ah, okay. Das ist das Geräusch. Ja, dann lass. Da sind Spieladapter noch drauf. Okay. Ja, klar, du schleifst ja auf deine Maschine vorwiegend Rundmesser, ne? Ja. Da diese große Oschi, das kannst du nachher nochmal zeigen, aber ja, sonst wird es zu viel. So, im Prinzip könntest du jetzt mal irgendein Messer mal durchziehen, würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Jetzt rauchen wir aber erst schon die Zigarette, dann machen wir weiter, okay? So machen wir es. So, das muss ich jetzt mal kurz filmen, dass die Leute mir glauben, wenn ich sage, ich bin hier beim Schleifirre. Das sind so seine Räder, die gängige. Hier alles Schleifutensilien und. Da oben natürlich noch Kaffeemaschine, klar. Dann steht da oben TS Prof. Hier da Multigrinder, Airmag, TS Prof. Da ist wirklich alles da, was zum Schleife dazugehört. Da unten steht noch ein Schleifbock. Hier haben wir noch, ach Gott. Heintje, ich werde da bald neidisch, was du da alles stehen hast. Aber der richtige Schleifer muss halt alles haben, ja. Ne? Man braucht. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Erstmal die Trockenübung, wie es funktioniert. Warte mal, ich muss noch auf ein bisschen weiter. Wir machen jetzt übrigens auch ohne Wasser, weil das Umbau wäre uns jetzt zu lange, weil ich muss auch irgendwann wieder nach Hause fahren. Es ist schon dunkel draußen und es schifft. Und ich habe noch 1,5 Stunden zu fahren. Also, und auch hier beim Heinz ist das allererste Mal, dass er das einsetzt. Fühlt sich aber ganz gut an, gell? Ja. Kannst du mal angucken, ob du schon eine Schneidkante sehen kannst? Ja. Ja, prima. Grad habe ich auch schon. Dann würde ich auf die andere Seite gehen. Ja, das CBN80 frisst Stahl. Das. Mache ich hier auch dreimal? Ja. Und dann kannst du auch da, guck mal, jetzt schlägt es irgendwo hier. Hörst du das? Nee. Das ist, kommt von der Maschine. Nee, das, ja, alles klar, ist schon wieder weg. Hast du einen Grad, oder? Ja. Also, dann gehen wir aufs 160er. Und ich denke mal, weißt du, wenn man da ein bisschen so dieses Muskelgedächtnis mal dafür entwickelt hat, geht es wahrscheinlich weiter schneller noch mit Ziehen. Ja, Übungssache. Ja. Ich würde von jeder Seite zweimal drüber gehen, das sollte eigentlich reichen. Ja, also. Ja gut, aber wegen den Kratzer rausmachen, weißt du? Einfach das ein bisschen feiner kriege. Und beim 400er ziehen wir dreimal und beim 1000er ziehen wir viermal, weil das haben die Leute letztes Mal bedacht, also sozusagen, wo sie darüber diskutiert haben, weshalb das bei mir mit 3 Rädern nicht geklappt hat, so gut, haben sie gemeint, ich habe vielleicht zu wenig gezogen auf die feinen Räder. Jetzt machen wir einfach beim 400er dreimal durchziehen und beim 1000er viermal durchziehen, fertig. Weißt einfach, dass die Kratzer schön draußen sind, dass man halt jetzt ein 400er Bild habe.
So, und dann gehen wir mal aufs Tausender. Oh ja. Und da ziehe ich praktisch dreimal und dann noch einmal wechselseitig. Ja, jetzt hört man auch kaum noch Schleifgeräusche, das ist gut so. Oder kann ich jetzt schon wechseln? So, und jetzt würde ich einmal links, einmal rechts und dann fertig. Genau, da kann ich ruhig flotter ziehen, genau. So, einmal noch. Und dann laufen wir unter deine Lupe und schauen uns mal an, wie das jetzt aussieht. So, Maschine aus. Mir nach, ich folge dir. Hebst du es mal unter die Lupe? Dreh's mal ein bisschen, guck mal, da kannst du sehen, ja. Warte mal. Ich halte mal das Handy anders. Warte mal, lass mich mal schön halten, das Messer. Ich sehe es vielleicht besser, weißt du, wenn ich. Ja, das sieht man. Ah, doch, jetzt sieht man es. Aber es ist eine schön gleichmäßige Schneide. Vorne geht es. Ah, nee, das meint man nur, dass die aufgeht. Das ist von der Fächerscheibe, was das da. Das war ballig, das Messer. Ja. Ja, aber so. Ja, das, ich gehe mal so, jetzt ganz normal. So sieht man es besser. Ja, guck mal, das ist wunderschön. Die Schneidkante ist überall gleich breit. Das ist einwandfrei. Du zauber Schneider, hast irgendwas da, dass man, obwohl es ja noch nicht entgratet ist, vielleicht irgendein Blatt Papier oder irgend so, da hast du doch was rumliegen. Wahrscheinlich wird es halt ein bisschen ruckeln, aber Schneider an sich, ja, guck mal, der schneidet jetzt schon, wenn das sauber entgratet ist. Ah. Und ich habe ja von Hausfrauenschärfe geredet, da wurde ich auch gesteinigt dafür. Ich meinte da damit eigentlich, ein normaler Durchschnittsbürger, der weiß ja gar nicht, was ein scharfes Messer ist. Ja. Und was sagst du jetzt so als Fachmann so zu dem... Weißt du, wir haben jetzt 3 Minuten dran gearbeitet, dann war das durch. Und wenn du das mit mehreren Messern hintereinander machst, bist du auch viel schneller. Ja? Die Schnelligkeit ist sehr gut. Wie gesagt, Hausfrauenschärfe, für das reicht es lange. Sag das Wort nicht. Ja, für jeden Koch daheim reicht es, also auch Hobbyküche. Ja, also, der Meinung bin ich auch, ja. Und natürlich, wenn man es noch übers Leder abzieht, ist bestialisch, sage ich dann. Ja, also du bist auch der Meinung, das ist schon sehr scharf. Jetzt ist es schon sehr, sehr scharf. Ich kann einen Nageltest machen, es bleibt hängen. Ja, okay, super. Und ja gut, das reicht. Heinz, vielen Dank. Wenn ich das nächste neue Erfindung habe, komme ich wieder zu dir. Ansonsten, ciao Leute.